Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Near Replicant. Oh, verlorene Episoden 2. Ja, ich installiere nebenbei noch Sachen. Also nicht wundern, wenn da ab und an mal was ploppt. Ich habe die Festplatte getauscht und jetzt installiere ich noch ein paar Add-ons von älteren Spielen. Ja, die ich noch spielen muss von meinem Pile of Shame. Und ja, wir sind hier, Barry und Weisen stehen zusammen. Oh, das hatten wir schon. Ja, wir haben in der letzten Folge Adler Horst niedergewalzt, würde ich jetzt sagen. Popola said we might be able to find a key fragment in the junk heap. Perhaps we can find a clue at Two Brothers Weaponry. So, und ja, wir haben jetzt so viel schon gemacht und erlebt und erfahren immer wieder neue Sachen. Und jetzt ist es so, dass wir so ein bisschen was aus Emils Vergangenheit erfahren haben. Vorher aus Kainés Vergangenheit. Und ja, jetzt gehen wir mal zum Junkie. Da, wo der Bruder gestorben ist. Der Ältere. Und dann ist ja nur noch dieser blöde Bruder übrig geblieben. Der ja dann ein bisschen verrückt wird. Wenn wir jetzt diese Mission hier erfüllen. Das wird cool. So. Und ja, sobald wir die Fragmente haben, würde ich mich gerne um Nebenquests kümmern. Wo sind die hingekommen? Schnappt sie euch, lasst sie nicht entkommen. Oh, der Schatten beschützt den anderen Schatten. Wir wissen ja, was Schatten sind. Die kann doch aus dem Raum nirgendwo hinrennen. Traurig. Mama, warum? Wer ist da? Ich bin Khalil. Wie heißt du? Du bist ein Eindringling. Du musst eliminiert werden. Fehler. Etwas läuft aus deinen Augen aus. Ich weine, du großer, dummer Roboter, weil ich meine Mama vermisse. Ist doch egal. Ich werde sie nie wiedersehen, weil sie tot ist. My creator is also dead. He perished hundreds of years ago. Vor hunderten von Jahren? Wirklich? 874 years, 10 months, 14 days, 4 hours, and 43 minutes. 44 minutes. Bist du nicht einsam? Incapable of being lonely, or missing others, or crying. Ich weine, weil ich nicht sterben möchte. Will die. Wenn die Menschen mich erwischen, werden sie mich töten. Schnief. Ich werde nicht zulassen, dass die Menschen Khalil töten. Hä? Du wirst mir helfen? P-33 will defend Khalil.
Ach, hurra, danke, Roboter. Und da wir ja jetzt Freunde sind, nenne ich dich Pipi? Also ich hätte Piep verstanden oder Piep, weil Roboter und so, aber Pipi? Okay. Ah, das war mit Gideon. Man, there's gotta be tons of machinery here. Yeah, but I don't know how much we can actually use. Oh, wow. Check this out. It looks brand new. Hey, be careful, all right? This place is dangerous. I'll be fine. Oh, no. Huh? Look out! Huh? Es war nicht der Roboter oder Khalil. Es war doch sein Bruder, der ihn gekillt hat. Das sehen wir doch jedes Mal bei dieser Rückblende. Huh? Er war schuld. Jacob? Ja, Jacob. This can't be happening. Jacob! Jacob! Er ist zurückgefallen, obwohl er die Hand gehalten hat. Wurde der Bruder zerteilt? Und jetzt schiebst du es auf den Roboter, obwohl du, Dumpfbacke, das warst? Puh, das war gruselig. The noise of the intruders caused the structure to fail. They should have proceeded with more caution. One intruder has perished. Ach, das ist schrecklich. Ich denke nicht, dass sie mich jagen wollten. Sie schienen nett zu sein. Oh nein. Der Schatten ist sogar irgendwie freundlich. The Junkie. Perhaps we should speak to the brothers. They might know something about this. So, jetzt sind wir schon im Junkie angekommen. Hier, wir erfahren immer wieder neue Brocken, was den Hintergrund betrifft, und das finde ich cool. Obwohl ich gern... Oh, hey, it's been a while. Es wäre cool zu wissen, wie er seinen Arm verloren hat, ehrlich gesagt. You're the little one, aren't you? You've grown up. How fares your brother? My brother's been dead for 4 years. Oh, I see. Please forgive the question. It's okay. I need to ask you something. What is it? You heard any rumors about shades around here? Not the little ones. I'm looking for one that's unusually big and powerful. No, I haven't heard about anything like that. But I haven't really been listening. All I want is to destroy robots. Just rip them up. Okay. Never mind then. See you later. Wait. Yes. I recently got my hands on a weapon. A very powerful. I thought you might get some use out of it. Du hast das Zweihandschwert Eiserner Wille erhalten. We already have this weapon? Haben wir diese Waffe nicht schon? Shh. These things happen the second time around. Geil. This sword has seen better days. Yeah, it's pretty beat up. I mean, there's potential, but it's fairly powerless right now. Can you repair it? I can repair anything with the proper material. If you'll fix it, I'll get the parts. I'm so glad I decided not to throw this out. I'm gonna need some memory alloy. Only the real big enemies on the second basement level have them. Also, here's the passcode to get down there. Use it on the elevator. You got it. I'm gonna need some... Only the real big enemy... You got it. By the... What can I... So, jetzt können wir mal gucken. Oh, okay. Da, der ist 400, was 432 Sonnenaufgang, aha, aha, aha. 418, also ich will ja nicht sagen, aber diese Speere, die sind ja echt krass.
großes Ei. Kriegst du jetzt ein großes Ei her? Damaskusstahl. Alter, was ist mit der Waffe hier los? Und nochmal Damaskusstahl. What? Ich brauche für alle Narrenumarmung, Narrenwaffen, glaube ich, Damaskusstahl. Kann das sein? Shit. Hätte ich aufbewahren sollen für den Speer. Vielleicht wäre der dann krasser als unser Speer. Was für ein Schwert. Come back. Der vielleicht Damaskusstahl? What can I help you with? Nö. Ich weiß, wo ich es hergekriegt habe, aber. Come. I'm only the real. You got. What can I help you with? So, gucken wir mal. Wiedergeburt. Bleh. Der Niederdrache. Okay. Damaskusstahl, ja. Das hatten wir in den Öltempel gefunden gehabt. Aber da wir den nicht mehr machen müssen, frage ich mich, wo ich das herkrieg. Vielleicht generell in Fassad? Du besitzt den folgenden Gegenstand bereits. Gedächtnislegierung. It's a shame about the older lad. He was but a child. Und wieder raus. Das ist ja doof gemacht. Also gut, bereit. Was ist ein Schiff? Ein großes Gefährt auf dem Wasser, das Fracht und Passagiere transportiert. Yippie, du bist toll, Pipi. Du hast schon viel gelernt. Naja, es gibt eine Menge Sachen, die selbst ich nicht weiß. Vielleicht sollten wir von hier weggehen und die Welt erkunden. Das stimmt. Klasse. Das wird lustig. Oh, irgendwie traurig. Und wir machen den jetzt bestimmt platt. Ich glaube, heute war ein Schatten in der Nähe des Dorfes. Die Leute kamen ständig zu mir und sagten, Mensch, das wäre... Achso, das hatten wir ja schon. Wenn wir in Fassad sind, müssen wir mal gucken, ob wir da Damaskusstahl bekommen. Wenn ja, das wäre echt cool. That's some pretty impressive stuff you found. I'll start upgrading your weapon, and since you did me a favor. Well, this is gonna take a little more time. No sense in you waiting around. That would be great. So, er schickt also einen Brief, wenn. It appears we have some free time on our hands. Maybe Popol has found some information about the Shadow Lord. Very well. So. Welches Level haben wir? 33. Entschuldigung. Also geht's jetzt nach Fassad, denke ich. Dann können wir gleich mal gucken, ob wir Damaskusstahl finden. Oh. Weil wir werden das Zeugs brauchen. Oh, ein Wort. Gebul. Mit Magie genutzt. Magiestärke.
Ja, ich muss das überall reinmachen. Scheiße. Nichts, was ich hier reinmachen kann. Das ist traurig irgendwie. Naja, egal. Saal und... Okay. So. Wir gucken nochmal in der Stadt, ob Popola irgendeine Mission hat, aber ich glaube eher nicht, oder? Ach nee, die Fassad-Quest haben wir ja eigentlich erst bekommen, als wir den Brief vom König bekommen haben hier. Stimmt. Guck mal bei Popola. Ach, und sie gibt uns ja jetzt die Mission, nach dem Ding zu gucken. Nach dem... Nee, nichts. Ich glaube, Damaskusstahl konnte ich aber nicht kaufen. So, auf geht's zu Popola. Die gibt uns ja die Quest, jetzt nach dem Rottaschenmann zu suchen. Und dann landen wir ja bei diesem Schiff. Anything more about the Shadow Lord's key? I'm sorry, but it's going to take me some time yet. I see. Well, can I take something off your plate in the meantime? Oh, how about this? You know the ferryman with the red bag, right? Well, he's been skipping out on work lately. Can I ask you to go to Seafront and check on him? Sure thing. So, auf geht's zu Meeresfront. Uiuiui. This feels alarmingly familiar. Tach. I'm sure that couple is merely having another one of their inane spats. Let us do our utmost not to get dragged into it this time, hmm? Harry hat ein... Achso, das war das mit dem Küken. Okay. Die Frage ist, ob ich das immer vorlesen soll.
Aber das sage ich nach gefühlt Folge 50. Oh. Yeesh. I don't think I've ever seen fog this thick before. Huh? What's that? So, auf geht's. Oh God, it's over. My life is over. What's wrong? Oh hey, I remember you. You're the ones who helped us out way back when. Seeing as we've come all this way, I suppose we had best ask, what is the matter? I had a fight with my husband and he ran away from home. Mm-hmm, yes, yes. You may color me utterly flabbergasted. But it's all that idiot's fault. I was saving up a bunch of apples, and he went and ate 10 of them. That's actually sort of impressive. Well, sure, I may have lost my temper a little, but I can't believe he just up and left. He's been gone for a week now, and it's... All right, all right. We'll help you find him. Really? Oh, thank you so much. So, wieso? And here we go again. Shall we begin by asking around at the tavern like before? We... Then... We can't catch fish. My business is done for. Hey, it's been a while. Great, thanks. My Phrygias are selling like... Good to hear. That's my wife and son. Wait, you got married? Yeah, I decided it was time to move on. By the way, are you looking for work? Always. What do you need? I have a customer in Facade who needs a Phrygia, and I was hoping you'd make the delivery. My customer runs the material shop over there. I know it's a bit out of the way, but... It's... Thanks. Oh, das ist eine einfache Fetch-Quest? Echt? Cool. Hey there. Really? Is that good? Yeah, the guy. Das hatten wir ja schon, dass sie sich immer schlagen. Thanks for... Say. Yeah. Wieso dauert das jetzt so lange zu laden? Ah. Weil. Katzi. Hard to believe a ship of this size managed to run aground. Hmm, what was that? Hey, is someone there? Okay, I definitely heard someone cough just now. Maybe it's one of those kids from town? But where are they? There you are. What are you doing here, kid? And who are you, anyway? Were you a passenger on this ship, maybe? Hey, it's okay. You don't need to be scared. Mhm. Süß irgendwie, aber wir wissen ja, was passiert. Think that couple's petty squabbles have become something of an attraction for the locals. Doesn't surprise me in the least. Seeing people like that puts a little spring in your step, you know? You humans truly are a maddening bunch. Such buffoonery does little more than wear this old tome out.
Hey there. How you feeling? Well, your cough seems better at least. Check it out. I brought you some bread today. Oh, easy there. Jeez, you must have been starving. Well, look, no one's gonna take this from you, so just take it easy so you don't choke on it, okay? So, what were you doing on this boat, kid? Actually, scratch that. First things first. I can't just keep calling you kid. You got a name? Well, this is going nowhere fast. Let's see. Louise. Yeah, what about Louise? I mean, it just sort of popped into my head, but what do you think? Guess you're okay with it. Well, it's nice to meet you, Louise. Irgendwie süß, aber wir wissen ja, wie das endet. So, auch geht's zur Bibliothek. Searched the Southern Plains back when the wife ran off too, right? I believe we did. Yes. A lot's changed since then. So it's kind of nice when we find something that hasn't. The fact that couple is still arguing almost fills me with, I don't know, hope, I guess. If you asked me, that particular couple could benefit from a little change. Komplexe Maschine. You. What's up? You're related to the ferryman who carries a red bag around, right? Yeah, he's my little brother. Haven't seen him in a while, though. A shame. Have you any idea where he may have absconded to? Not a clue. Like I said, I haven't seen him. Oh, that's unfortunate. Oh, but the last time I did see him, he said something about using his ferry to deliver letters. Maybe you should try talking to someone at the... I guess we could ask the postman over in Seafront. Just once, I would enjoy receiving a quest that can be solved in the general vicinity of the Asker. Und wieder zurück. Das hatten wir ja schon letztes Mal. I cannot believe how many trips we have made simply to track down a single man. It's all right to do this kind of thing every now and then. I only pray this is not the calm before some manner of storm. Say there, lad, have you ever penned a missive? You mean a letter? No. I'm not big on writing. It always takes me forever to figure out what I want to say. Hey there, Louise. Say, where'd you get that red bag? Mm-hmm. Found it on the ship, did you? You kids are so darn curious about everything. Anywho, it's good to see you. Afraid I don't have any bread today, but I did bring you something. Here, it's a ribbon. Let me tie it in your hair for you. Oh, süß. Well, what do you think? Pretty nice, huh? Huh, what's that on the floor? Gut. Oh, it's a mirror. Oh, doch nicht. Well, that's a stroke of luck. Let's go ahead and check out your new look. If you go over there where it's brighter, you'll be able to see yourself more clearly.
But, what's wrong? Don't you want to see? Oh, I see. You don't like sunlight. Guess your eyes are pretty sensitive after spending all this time in the dark, huh? Genau, daran liegt's. Well, it's not like we can have you stay here forever. We should work on getting you out of here, so you and me can go look at the sea together. Ich hasse dieses Laden. Könnt ihr nicht im Hintergrund laden, während diese Cutscene läuft? So, diesmal werden wir aber das ganze Schiff clearen. Keine Fehler. Nein, nein, nein. Hey, Postman. Oh, sorry. You're not him. I'm sure as hell not. I just swung by to pick up a letter and wound up running the damn place. Anyway, you here for a package or something? No. There's this couple who's always fighting and the husband took off, so I'm trying to track him down. Sorry, pal. You're asking the wrong guy. Still, that's pretty weird. My buddy's daughter took off too. Maybe running away is the cool thing to do now. I find it exceedingly unlikely this pair of runaways is mere coincidence. Any idea where she might have went? That is the question, isn't it? Actually, you know what? I bet she went to check out the huge shipwreck that drifted into the inlet the other day. Not often something like that comes around. It's all the kids have been talking about. So. Jetzt haben wir die Quest so gesehen angenommen. Und wir müssen zum Schiff. Oh, noch eine Cutscene, ernsthaft? Oh. Nicht mehr so Sepia-Farbe. Hey, Louise. I brought your food for today. What's wrong? Aren't you hungry? Huh. You haven't been eating much lately. Are you okay? Well then, let's try this. Was spielt der denn für ein Instrument? Yeah, sorry about that. It's called a song. Humming a jaunty tune is the best thing. Ah, er hat gesummt. Das soll Summen gewesen sein. Songs are like a little bit of wisdom that makes the tough times easier. I love them personally. I mean, not that I'm any good at singing. Oh, your voice is a bit rough there, but you're actually pretty good. You know, I knew someone who lived in the town lighthouse before she died. She used to hum this same song a lot. I heard it every time I stopped by to deliver something, and I guess it just kind of stuck. Of course, that was quite a while ago. Hey, are you trying to cheer me up? You are a kind soul, Louise. So, ich würde aber sagen, wir machen auch hier eine kurze Pause und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit diesem Geisterschiff. Wir wissen ja schon, was passieren wird und wie das ablaufen wird. I'm sensing some really weird magic going on here, Sunshine. You feeling it too? Yeah. Is it a shade? Are you actually trying to think something through rather than just jumping in and killing? What's wrong, Kaine? Nothing. It's just I'm sensing a presence from Seafront. Something like a shade. A shade in the town? That's not good. So, jetzt haben wir noch mehr Hintergrundinfos erfahren. Das heißt, Tyrann gibt ihr immer diese Infos, ob es ein Schatten ist oder nicht. Und nicht sie selbst hat irgendwie ein Gespür dafür an sich. So. Aber jetzt Pause. Nächste Folge geht's dann.
I suppose we might as well investigate, seeing as how we lack any other tenable leads. Right. Let's head for the inlet. So, jetzt aber Pause. Daumen hoch, Kommentar und im Kommentariat und abonnieren nicht vergessen. Meine Güte, ey, ich will nur eine Pause machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.